Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel Energie Cottbus gegen Auerbach. Beide Trainer sind anwesend. Herzlich willkommen natürlich auch an alle Pressevertreter. Bei uns der Präsident heute mit von der Partie. Das aber nach den Stimmen und natürlich nach den Fragen zum Spiel. Herr Himisch, Sie kommen von der Nationalmannschaft, sind Trainer und haben bei uns natürlich das erste Wort. Ja, vielen Dank, hallo erstmal. Grundsätzlich war uns klar, wenn wir hier nach Cottbus kommen, nach dem verlorenen Mittwochspiel, dass Cottbus hier natürlich antreten wird, um uns aus dem Stadion zu fegen. Davor habe ich die Mannschaft auch gewarnt, dass die Anfangsphase sehr, sehr wichtig für uns sein wird, dass wir da Situationen auch haben werden, wo die jungen Spieler vor schwierigen Situationen gestellt werden. Und so kam es dann auch. Letzten Endes hat Cottbus die ersten 15, 20 Minuten eine Angriffswelle nach der anderen gefahren. Wir haben dort auch das Gegentor kassiert und haben dort Glück, dort noch nicht weiter im Rückstand zu geraten. Ich denke, so Mitte der ersten Halbzeit haben wir es dann geschafft, das Spiel etwas offener zu gestalten, ohne dabei selbst torgefährlich zu werden. Ich denke, es war ein sehr zerfahrenes Spiel. Natürlich hat uns dann auch dieses Eigentor von Cottbus so ein bisschen Vertrauen zurückgegeben, dass was gehen kann. Wir haben es dann in der Halbzeit besprochen, dass wir einfach mehr Eier zeigen müssen hier und uns die Schwerpunkte arbeiten müssen in Sachen Abwehr, dass wir da klarer abwehren müssen und dann natürlich nach vorne unsere Konter fahren müssen. Das ist unsere Stärke. Für uns ging es ausschließlich darum, hier ein gutes Ergebnis zu holen, nicht für irgendjemanden einen Showfußball zu bieten. Und da, glaube ich, sind unsere Stärken einfach drin. Jeder hat sich in der Abwehr dazwischen geworfen. Wir haben versucht, mit Leidenschaft zu verteidigen und dann nach vorne unsere Konter zu setzen. Und da bin ich nicht mal optimal zufrieden, weil wir, ich glaube, aus den vielen Ballgewinnen, die wir dann hatten, relativ oft zu schusselig mit den Bällen umgegangen sind. Die hätten wir besser in die Spitze noch spielen können. Und ja, am Ende ist es so, dass wir die Tore dann gemacht haben, sogar nach hinten raus noch ein, zwei Tore mehr machen könnten. Wir aber schon wissen, dass wir auch viel, viel Glück hatten in der einen oder anderen Situation. Deswegen nehmen wir den Sieg ja einfach mit Demut auch an. Das Spiel kann genauso gut 3-3 ausgehen oder du kannst es auch verlieren, wenn Cottbus wirklich seine Chancen nutzt. Aber wir haben die Situation in der Hinrunde ausreichend gehabt, wo wir Niederlagen kassiert haben, die wir uns danach gar nicht so richtig erklären konnten. Und heute ist es einfach so, dass wir den Sieg mitnehmen, wobei wir sicherlich, wie ich schon sagte, in der einen oder anderen Situation auch das nötige Glück hatten. Ja, vielen Dank. Ja, Gratulation an Auerbach. Für Siege muss man sich nicht entschuldigen. Sowieso, wenn man so eingeladen wird, versucht das mal aufzuarbeiten. Sehr gut ins Spiel gegangen. Spielfreudig, lauffreudig, alles unter Kontrolle, sehr gute Spielzüge, sehr gute Organisation, gepaart mit dem Tor, super Spielzug, Abschluss Latte, einmal gut gehalten vom Torwart, Lasse Schlüter, 18 Meter. Nach 30 Minuten ein bisschen passiv geworden. Das Problem war, dass in der Passivität zu einfache Ballverluste, trotzdem das Tor aus dem Nichts, aus dem Gar nichts, weder vom Ansatz her, dass es eine Torchance war, ärgerlich. Trotzdem, um es eigentlich dann kurz zu sagen, ja, bis zum 1-2, also ich habe ja schon öfters in meiner Karriere auch Freistöße schießen dürfen aus der Position, kriegst du normal kein Tor, das kommt aber dann oben drauf. Hatten wir 3-4 richtig gute Chancen. Ich musste mich oft nach dem Spiel erklären. Also wir haben auch die 2-3 kniffligen Szenen eben schon im Video analysiert. Da war auch kein Abseits, das Quäntchen Glück hatten wir dann auch nicht. Ja. Wo Förster zweimal alleine aufs Tor zugehen würde, beziehungsweise einmal Förster, einmal Weidlich. Ja. Ganz klar keine Abseits, ne? Ganz weit davor, ja. Weil Ballabnahme ist entscheidend und nicht, was, wenn der Ball am Fuß schon ist, wo dem mitnehmenden Spieler. Trotzdem ist es traurig, auch enttäuschend, tut auch weh, gerade jetzt in dieser Phase. Ja. Letzte Woche, das möchte ich noch hinzufügen, hat die Mannschaft, wurde sie für Charakter, Einstellung, Willensstärke, Identifikation, Bereitschaft, Zusammenhalt gelobt, dann kann das eine Woche später nicht weg sein. Jetzt gilt es, sie wieder aufzubauen. Ja. Natürlich die Fehler ansprechen, die passiert sind, aber zum 1-1, denke, das versteht der Kollege, das hat nichts mit individueller oder gruppentaktischer Dings zu tun und beim 1-2 auch nicht. Ja. Das ist
das passiert. Und das ist eigentlich ärgerlich, dass dafür jetzt bis dahin dann die ganze Arbeit einfach irgendwie dann in falsches Licht rückt. Das hat die Mannschaft nicht verdient. Hinfallen, ab morgen wieder aufstehen. Auerbach, gute Heimreise, weiterhin viel Erfolg. Auch das Quäntchen Glück, das erarbeitet man sich und das hat sich Auerbach dann erarbeitet. Vielen Dank. Ja, soweit erstmal bei den Trainer. Ich mache jetzt mal einfach ein Video weiter. Ich bin der Wichtigste hier. Gibt es Fragen an beide Trainer zum Spiel? Oder jeweils einen? Sieht nicht so aus. Damit erstmal abschließend zum Spiel alles gesagt. Wie gesagt, gute Heimreise. Wir haben wundern uns, warum der Präsident heute mit dabei ist.